die Kathedrale des Lichts. Thanos war zurückgekehrt. Seine fulminante Wiedergeburt feierte er ausgelassen und ausschweifend in der großen Kathedrale des Lichts. Doch Talia war noch nicht bezwungen und schwor erneut Rache. Ja, Rache ist mal wieder das Motto der Folge und damit herzlich willkommen zurück bei einer neuen Folge Dungeons 4. Ihr habt schon direkt gesehen, um was es hier geht in der neuen Mission. Die Kathedrale des Lichts, ihr seid auf dem Kanal, alles furchtbar kommentiert. Ich bin der Daniel. Und ja, beim letzten Mal hat der Bruder, der Tristan, mit diesem, ja, Thanos-Handschuh quasi wieder alles wiederbelebt, was wir schon mal kaputt gemacht haben. Natürlich. Reset, gehe nicht über Start, ziehe keine 2000 Bösartigkeit ein. Und ja, das heißt, wir dürfen wieder alles kaputt machen. Fangen wir von vorne an und schauen uns die Missionen einfach mal an. Was gibt es denn hier an Erfolgen? Also das erste wird natürlich wieder sein, dass wir das auf einem beliebigen Schwierigkeitsgrad machen müssen. Was gibt es da? Zerstört die Kathedrale des Lichts alle Käfige und alle Heldengebäude. Okay, das sollten wir ja hinbekommen. Alles kaputt machen klingt nach einem guten Plan. Schande, Schande, Schande. Befreit in die Kathedrale des Lichts die Naga. Ja, Game of Thrones-Anspielung. Und wir können neue Fähigkeiten freischalten, wenn wir keine Horde-Kreaturen aufsteigen. Angeheuerte Horde-Kreaturen starten mit 400 Erfahrung. Horde-Kreaturen bekommen 50% mehr Erfahrung. Puh, okay. Vielleicht spielen wir einfach mit gar keinen Horde-Einheiten, dann schaffen wir das ja locker. wir gehen mal aufs Spielen. Was haben wir beim letzten Mal bekommen? Meister der Fallen. Brauchen wir eine Defensive? Haben wir jetzt eine Defensive oder eine Offensivmission? Also das fand ich jetzt gar nicht so stark, glaube ich. Wir machen einfach mal Meister der Fallen mal rein und gucken mal, wie sich das auswirkt. Maximale Fraktionsstufe, das ist jetzt sozusagen... Ich vermute mal, dass das eine Anzeige ist, wie hoch wir kommen können und gar nicht, wie weit wir in der Kampagne schon mal waren. Denn bei der letzten Mission waren wir auf 7 mit dem ersten, mit dem roten hier vorne. Und damit auch Talia auf Stufe 7. Eigentlich müssten wir mit Horde-Kreaturen spielen, wenn ich mir das so angucke. Müssten wir eigentlich machen. So, wir wechseln wieder Skin durch. Wir fangen einfach wieder von hinten an. Und es gibt wieder das Matrosenkleid. Schauen wir mal. Wir gucken einfach mal. Vielleicht steht ja auch schon wieder Horde-Zeugs in unserer Basis, in unserem Dungeon. Dann kommen wir eh nicht drum herum. Thanos weilte wieder unter den Lebenden. Hätte man das kommen sehen können? Vermutlich, denn bei dem Namen war es schätzungsweise unvermeidlich, dass er noch einmal auftauchen würde. Zu Ehren von Thanos und all den anderen Leuten, die wiederbelebt worden waren, wurde in der Kathedrale des Lichts ein großes Fest ausgerufen. Wie fühlt ihr euch, Vater? Geht es euch gut? Natürlich, Sohn. Wie könnte es mir nicht gut gehen, wo ich doch endlich wieder unter den Lebenden weile? Ich bin dir so unendlich dankbar, mein Junge. Lass uns gemeinsam den Sieg über die Dunkelheit feiern. So soll es sein, Vater. Ich habe einen meiner stärksten Krieger angewiesen, die uneinnehmbaren Tore der Stadt zu bewachen. Nichts wird da durchkommen und unsere Feierlichkeiten stören. Vorwärts, Hordor! Zeig, was du kannst! Hordor! Hordor! Da hat mein dämlicher Bruder unseren noch dämlicheren Ziehvater wiederbelebt und nebenbei auch noch die ganzen Helden, die ich im vorherigen Teil umgenietet habe? Na, wenigstens gibt es jetzt was zu tun. Vorwärts, Orks! Zeit, die Party zu sprengen! Doch die Kreaturen des absoluten Bösen konnten die Tore nicht einnehmen. Vermutlich wäre nicht einmal eine Drachenmutter oder eine Mutter der Drachen fähig, diese niederzureißen. So ein Mist. Verweichlichtes Orkpack. Aber gut, dann werde ich mir eben was anderes suchen, um diese Party zu sprengen.
Nachdem Talia so oft von Sprengen gesprochen hatte, war es unumgänglich, dass ihr ein Geistesblitz kam. Unterhalb der Kathedrale des Lichts gab es einen uralten, längst vergessenen Keller. Würde man diesen mit explosivem Material füllen, würde das wohl zu einer Bombenstimmung unter den Feiernden führen. Ha! Alles stopp! Ich habe gerade einen Geistesblitz. Wenn wir unter der Kathedrale etwas Brandbier stapeln, dann sprengen wir den verdammten Laden zusammen mit Thanos in die Luft. Ich bin so genial! Vorwärts, Schnodderlinge! Hopfen und Malz einsammeln und los geht's! Das alkoholisierte Böse machte sich daran, eine Brauerei nebst Braukessel zu errichten. Ein wichtiger Schritt auf dem Weg, um Brandbier zu brauen. Es gibt doch wieder den Kessel, die Brauerei. Jawohl, jawohl, so habe ich mir das vorgestellt. Das war ja wohl mal Zeit hier. Unsere Orks waren ja schon total unterhopft hier. Also, dann müssen wir aber tatsächlich mit Orks spielen quasi, ne? Was haben wir denn da? Was ist das denn? Hordisches Labor. Ja, alles klar. Okay, die Mission ist voll darauf angelegt, dass wir mit Hordeneinheiten spielen. Haben wir denn schon welche? Auch das schon. Das heißt, wir müssen auch schon gucken, dass die nicht streiken. Gubbelfarm gibt's auch schon. Sehr schön. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Was, jetzt schon? Aber das wollte ich doch gar nicht. Kisten gibt's da. Hab ich denn eigentlich... Eine Werkstatt habe ich auch schon, genau. Könnten wir nochmal eine zweite hier reinpacken. Oh, wow. Viel Gold auf jeden Fall hier in dem Bereich. Und... Ja, okay. Also die Horde ist jetzt schon auf dem Maxim... Also nicht auf einer Maximalstufe, aber auf Stufe 6. Und da gibt es jetzt komplexe Fallen. Aha, das heißt, da gibt es auch noch neue Fallen. Vielleicht kriegen wir doch wieder so ziemlich alles, was wir im Vorgänger hatten. Und es dauert einfach nur. So, was werden wir denn brauchen, um die Horde nicht unglücklich werden zu lassen? Die Brauerei, da braucht es Forschung dafür. Iii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 
Was macht er da? Oh, die verbrennen Horde. Da haben sich ja mal wieder zwei gefunden. Thanos ist noch die gleiche Dumpfbacke wie damals, als ich seinen Kopf auf einen Speer gesteckt habe. Da hätte er auch bleiben sollen. Aber Tristan, unser elender Idiot. Zumindest haben die beiden keine Ahnung, was für einen Gefallen sie mir hiermit getan haben. Los, Schnodderlinge, ans Werk! Tote Kreaturen der Horde konnten in einem hordischen Labor an einem Defibrimat ganz einfach wiederbelebt werden. Glücklicherweise wurde die vermeintlich tote Kreatur auf mysteriöse Weise in den Dungeon zurückgebracht, wo einige Schnodderlinge Empfang nahmen, um sie in das hordische Labor zu tragen. Sehr schön. Das heißt, wir können die dann auch wieder beleben. Das gibt's also auch wieder. Das ist jetzt kein Defibrillator von den Untoten mehr, sondern tatsächlich ist von den Orks quasi. Moment, da oben wäre noch ein Lager. Das ist halt die Frage, kriege ich das Lager kaputt? Ich würde ganz gern halt einfach die Brauerei da noch ganz gern freischalten wollen. Schütze? Das wird schwierig. Die erste Kreatur der Horde war an einem Defibrimat im hordischen Labor wiederbelebt worden. Ausgezeichnet! Willkommen zurück! Ich habe da bereits eine lustige Selbstmordmission für dich. Eine besondere Naga schien von den Häschern Tristans gefangen genommen worden zu sein und wurde zwecks der Feierlichkeiten durch die Stadt getrieben. Würde das gnadenvolle Böse sie befreien, sie würde sich ihm wohl freudig anschließen. Was für eine erbärmliche Kreatur! Los, beweg dich, Mutter des Wahnsinns! So. Ja, alles klar. Das heißt, die... Euch an, diese erbärmliche Kreatur. Wo ist denn das? Schande, Schande! Achso, die müssen wir befreien. Okay. Karawane abfangen. Da weiß ich allerdings, ist das jetzt schon hier die Naga? Die Feierlichkeiten waren nach wie vor in vollem Gange und immer mehr Partylöwen fanden sich ein. Gerade machten sich edle Gäste aus dem Hause Martell auf den Weg, mit Sonnenspeeren und auf heißen Reifen den eisernen Thron zu besteigen. Ich meine, an der Feier teilzunehmen. Hier ankommen, sondern unterwegs eine feindliche Übernahme durchleben. Vorwärts, Kreaturen! Gegend auskundschaften, Hinterhalt aufbauen und dann einfach auf sie mit Gebrüll. Ja, die kriegen wir. Die laufen uns nämlich genau in die Arme. Ach so, Transporter. Ihr seid schon wieder aus wie so ein von den... wie eine von den... Wollte ich jetzt sagen, verflixt, mir fällt es mir nicht ein. Ach ja, wie so ein Bautrupp quasi. Zahltag. Kreaturen. Da gehen die Leute von Martell dahin. So viel zu Sonnenspeeren und billigem Plastikspielzeug. Moment, wir brauchen Bier. Damit unsere Orksis auch zufrieden sind. Und dann müssen wir mal in der Unterwelt diesen komischen Mana mal schnell wegmachen. Ja. Ich glaube, es ist allgemein mal Zeit, jetzt ein bisschen die Unterwelt hier unsicher oder sicher zu machen. Ich habe auch, glaube ich, nicht genug Betten, ne? Also. Auch da dürfen wir nochmal ausweichen, beziehungsweise ausbauen. Machen wir das mal sehr großzügig. Mal sehen, ob wir das hinbekommen.
Was ist denn eigentlich mit Gold aus? Haben die da? Die haben noch ein bisschen was hoffentlich. Heben wir mal viele Kammern aus. Betten sollten uns also erstmal nicht ausgehen. Gubbels haben wir auch erstmal noch ein bisschen was. Ich kann mal gucken, dass ich die Gubbels vielleicht... Ah ne, die Gubbelfarm kann ich da so noch nicht weiter skillen. Oder brauchst du nur... Da brauchst du mehr Gold. Okay, das geht. Das sind 750, die haben wir dann eigentlich ziemlich zeitnah, bin ich mir sicher. Da ist schon der Perk ganz praktisch eigentlich, dass man hier für die Hordeneinheiten weniger bezahlt, ne? Also, oder für die Forschungen, die wir jetzt leider auch wieder nicht dabei haben. Ich glaube, der Talia-Bonus, dass die schneller levelt, das ist wahrscheinlich am ehesten verschmerzbar. Weil die ja immer nur maximal bis auf die Stufe kommt, die wir eh schon, ja, beim Dungeon-Herz-Level quasi drin haben müssen. Und wenn sie das nicht hat, dann ist es ja eh wurscht. Also dann, naja, dann dauert es halt irgendwie ein paar Sekunden länger, bis sie alles Level hat, aber naja. Habe ich noch Kammern zum Bauen? Die Arena brauchen wir noch. Wurden sie in die Lava geschupft. Geschubst. Apropos Fallen. Ich hab doch hier schon komplexe Fallen machen können. Schleimball. Biernone. Moment mal. Wie platziert man die? Es wird Zeit, eine weitere dieser ketzerischen Monstrositäten mit heiligem Feuer zu reinigen. Das ist für dich, Tristan. Mein geliebter Sohn. Danke, Vater. Auch wenn ich lieber auf diese Ehre verzichten würde. Sei nur nicht zu bescheiden. Genieß die Show und dann feiern wir weiter. Glücklicherweise konnte das frankensteinsche Böse das hordische Labor mittlerweile nutzen und so seine Kreaturen der Horde wiederbeleben lassen. Ach so, das heißt, alles, was sie verbrennen, kriege ich als Einheit wieder oben drauf. Als noch nicht verloren habende Böse hatte eine Brauerei errichtet. Ein köstlicher Duft machte sich im Dungeon breit. Köstliches Brandbier stand bereit und wartete nur darauf, dass es von der Hand des Bösen in den vergessenen Keller unterhalb der Kathedrale geworfen wurde. Irgendwas stimmt nicht. Ich fühle es. Männer, ihr müsst Talia aufhalten. Schlachtformation einnehmen. Trebuchets an die Front. Die Bogenschützen machen Pause. Und die Kavallerie prescht schon mal frontal voraus. Wie wir es geübt haben. Da kommt mir was entgegen. Das könnte diese Naga-Dame sein. Vielleicht können wir die nämlich direkt abfangen. Und dann gehört die dann eventuell schon uns. Ja, eine tote Kreatur der Horde wurde im hordischen Labor wiederbelebt. Oh nein, da ist...
Ach ja. Talia, was machst du da? Ich befreie diese Naga-Schamanen. Was hast du denn gedacht? Dass ich sie hier von Thanos rumscheuchen lasse? Nun, vielleicht ist es besser so. Vater regt sich nur wieder auf. Aber ich tue das nicht für dich, Stiefschwester. Die Naga-Schamanin schloss sich aus Dankbarkeit über ihre Befreiung mit Freuden der Armee des schlängelnden Bösen an. Sie hatte noch einige Rechnungen mit den Helden vor Ort offen. Ah, ich sehe, dass du ein paar dieser widerwärtigen Kreaturen gefangen und ausgestellt hast, mein Sohn. Wunderbar. Naja, eigentlich sind es zunächst einmal nur Kriegsgefangene, Vater. So etwas wie Kriegsgefangene kann es nur unter vernünftigen Wesen geben, Sohn. Das Einzige, was du für diese Kreaturen tun kannst, ist ihnen einen schnellen Tod zu gewähren. Aber das kann bis nach dem Fest warten. Tja, von wegen. Die werde ich befreien und meiner Armee hinzufügen. Vorwärts! Macht euch auf den Weg! Befreit die Käfige und haut die Kreaturen. Ach ja, stimmt. Oh, da oben haben wir noch die Dings. Das könnten wir eigentlich da noch umhauen da. Warte mal, da müssen wir jetzt aber schnell agieren, glaube ich. Hoffentlich kommen die noch hin. Die wollen dann nämlich hier zu dem Lager. Da können wir sie natürlich... Ach nö, da ist noch ein Kampf. Warte mal, kriege ich die vielleicht noch mit dazu gepult? Ui, das wird ein Himmelsfahrtskommando. Das wird ein richtiges Himmelsfahrtskommando jetzt da. Nichts mit feiern. Partystimmung ist vorbei, wobei, nee, meine Partystimmung fängt da eigentlich gerade an. Ein Schnodderling des brauenden Bösen hatte die Bierproduktion aufgenommen. Fortan würde das köstliche Elixier hochstufige Horde-Kreaturen versorgen. Da gehen sie hin, die Geisterjäger von Schubidu. Diese Kinder und ihr Hund werden niemanden mehr aufhalten. So, dann kriegen wir doch auch schöne Stufen hier rein in die Einheiten. Was machen wir damit? Haben wir noch Heldenstatuen zum Kaputtklopfen? Da geht ordentlich was vorwärts. Mit Bösartigkeit. Lager da unten noch schnell kaputt bekommen. Da sind wir ja nicht so weit weg. Oh, Moment. Halt! Lager ist ein gutes Stichwort. Moment mal. Oh, überlebt er? Vielleicht halt Heilung. Knapp. Eine Goldader ist nahezu erschöpft. Ja, ich weiß. Wir müssen dann zeitnah mal Gold suchen. Talia besaß nun eine sehr hochstufige und mächtige Kreatur der Horde. Mit etwas Forschung konnte diese in eine Champion-Einheit verwandeln. Was? Ist das so? Verrückt. Da bin ich schon so lange Generalin, aber solche Details... Naja, tatsächlich war es im Vorgänger auch schon... Egal, machen wir es einfach so.
Wenn das Kanonenfutter mehr aushält, schadet das ja nicht. Üben. Wir buddeln vielleicht einfach. Ah, da oben ist schon was. Ahahaha, sehr schön. Und das ist wahrscheinlich hier die Champion-Einheit dann. Also die Nagel, wenn ich die irgendwie dann noch hochleveln könnte. Achso, da ist noch ein Dorfbewohner. Der muss natürlich auch noch dran glauben. Zeit, eine weitere dieser ketzerischen Monstrositäten mit heiligem Feuer zu reinigen. Das ist für dich, Tristan, mein geliebter Sohn. Danke, Vater. Auch wenn ich lieber auf diese Ehre verzichten würde. Sei nur nicht zu bescheiden. Genieß die Show und dann feiern wir weiter. Glücklicherweise konnte das frankensteinsche Böse das hordische Labor mittlerweile nutzen und so seine Kreaturen der Horde wiederbeleben lassen. Da gehen wir gerade durch wie durch Butter hier. Das läuft alles sehr, sehr gut. Warum werden die Assassinen eigentlich da nicht weggemacht? Irgendwie rennen die da schön hinterher und... ja. Willkommen zurück, Kreatur der Horde. Talia sorgt sich um dich und lässt dich wiederbeleben. Und jetzt zurück an die Front, Nomade. Bloß nicht so viel Freundlichkeit hier, ne? Aber die mögen das doch, wenn man hier ein bisschen unfreundlich ist. So wiederbeleben. Das bringt überhaupt nichts. Doch, natürlich, das bringt mir Freude. Ja, super, genau. Das heißt, wir machen alles kaputt und der belebt es ja wieder. Das ist ja auch nicht schön. So wollen wir das ja auch nicht haben eigentlich. Ach, guck mal, da gibt es ja dann für uns wieder was. Das Gefangenes. Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Ich spüre es in meinen Knochen. Der Winter naht. Aber ein gutes, heiliges Feuerchen. Talia hatte einen Eisenpelz-Ork befreit. Diese starken und fantastisch gerüsteten Kreaturen waren quasi Panzer auf zwei Beinen. Eine Stufe der Ork-Forschung machte es für Talia und das erforschende Böse möglich, dass alle Orks ab einer gewissen Stufe zu Eisenpelzen wurden. Der mächtige Hexer namens Switcher machte sich mit seinen Gefolgsleuten auf den Weg zu Thanos' Feier. Doch dort wird er niemals ankommen. Switcher? Wir feiern auch mit dem ein bisschen, oder? Jetzt haben wir auf jeden Fall ein bisschen ein Goldproblem. Beziehungsweise nein, mit ein bisschen Glück kriegen wir noch genug. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Feinde im Dungeon ist aber nicht gut. Warte mal. Okay. Ein bisschen Zeit haben wir noch.
Machen wir noch schnell den Switcher. Und dann sind wir ja auch gleich da. Ding Dong, es ist Zahltag. Ja, das habe ich mir jetzt schon gedacht, dass jetzt Zahltag ist. Ist dezent ein bisschen unschön. Ich hoffe, dass das jetzt mit einer. Umgrabende Böse hatte ein Arsch. Ha, dem Switcher habe ich es aber gegeben. Das kommt davon, wenn man den coolen Hauptcharakter mit einer Drittbesetzung austauscht, ihr Luschen. Achso, Moment mal, wir haben hier noch weitere. Naga. Links bekommen? Nice. Kreaturen der Horde haben ihre Bedürfnisse jederzeit vollkommen befriedigt. Ja, Das Boni an sich reißende Böse hatte ein Artefakt eingelagert, um dessen Kräfte zu entfesseln. Das nenne ich mal stark. Eure Feinde sind im Dungeon. Und jetzt schon wieder da. Wollt doch mal diese Bierkanone bauen. Wo ist denn die? Mal sehen, ob die dann da rausschießen kann. Wir haben da oben noch Großartigkeit liegen lassen. Das heißt, die hätte ich ganz gerne da auch. Noch holen. Schalte den Ork-Champion frei. So, das heißt, wir haben jetzt den Ork-Champion theoretisch. Sind jetzt alles Ork... Ja, das sind alles jetzt so... Ah, nice. Wir haben jetzt wieder die guten, starken, gerüsteten Orks, die auch keinerlei Bedürfnisse mehr haben. Gnomen-Champions haben wir ebenfalls. Und jetzt sollten wir vielleicht einmal die Italien dann auch mal ein bisschen mitleveln. Die haben wir ja gerade ein bisschen vernachlässigt. Achso, wir brauchen Brandbier. Wie mache ich das eigentlich? Warte mal, Bier brauen ist ja das eine. Alle guten Dinge sind drei, mein Sohn. Sieh tief in die Flammen des läuternden Feuers und begutachte die Barmherzigkeit, die unsere Göttin diesem unwürdigen Leben zuteil werden lässt. Ja, Vater. Wenn du das sagst... Sei nur nicht zu bescheiden. Genieß die Show und dann feiern wir weiter. Ah, da werden mir meine Untergebenen weiter per Express geschickt. Los, Schnodderlinge, wiederbeleben, Kreatur erneut in den Kampf ziehen kann. Das mit dieser Fässersammelei dauert ja ewig. Können wir nicht eine Brauerei überfallen oder sowas? Zwar war keine Brauerei in der Nähe, wo man Fässer stehlen konnte, allerdings gab es einen Zauber, mit dem man Ressourcen erschaffen konnte. Ach ja, genau. Das magiesüchtige Böse erinnerte sich grob daran, diesen schon mal benutzt zu haben. Wirklich? Wow, das hört sich super an. Na dann los, damit sollte das ja fix gehen.
Haben wir das nicht im Vorgänger schon mal irgendwann genutzt? Stimmt. Außerdem, die Orks saufen unser Bier ja auch weg. Oh ja, wir kriegen gleich wieder Besuch unten. Da können wir mal die Bierkanone vielleicht mal angucken. Warte mal, nein, schießt die Bier weg? Es sind Feinde in eurem Dank. Eine weitere tote Kreatur wurde im hordischen Labor wiederbelebt. So, schießt die oder schießt die nicht? Was macht die denn da? Ah ja. Sag bitte bloß nur, dass die Fässer verschießen. So. Sollten wir vielleicht auch mal ein bisschen auf Goldsuche gehen. Denn sonst werden wir irgendwann wieder dastehen und dann wird's wieder knapp. Außerdem kann ich jetzt mal wieder ein bisschen Einheiten nachbauen. Wir könnten sowieso auch mal so ein bisschen andere Einheiten nachbauen. Der Böse brauchte noch einige Fässer Brandbier, um die Feier zu sprengen. Wo ist denn eigentlich die Kathedrale? Wo muss ich das denn hinpacken? Oh, da ist wahrscheinlich auch hier voll. Ah, die Kathedrale. Das erste Fass Brandbier war im Keller der Kathedrale deponiert. Damit es aber eine vernünftige Sprengkraft an den Tag legen würde, mussten noch zahlreiche weitere Fässer hier gestapelt werden. Bettchen ausbauen, Bettchen ausbauen. Bei so vielen Ork-Einheiten. Das weit entfernte Königreich Wakanda schickte eine Truppe auf den Weg zu Thanos Feierlichkeit. Oh, das weckt den Thrillmonger in mir. Die machen wir platt. Wakanda, wo war das denn her? War das aus irgendeinem Disney-Film oder so? Sagt mir jetzt aus dem... Also, habe ich schon mal gehört, aber ich wüsste jetzt nicht. War das nicht hier... Doch, oder? War das nicht mit... Ich weiß nicht, wie dieser Disney-Film hieß, aber da hatte The Rock, glaube ich, eine Rolle gespielt. War das nicht Wakanda? Das war es für Wakanda. Was riecht hier denn so? Haut da etwa jemand hier, ohne mich daran teilhaben zu lassen? Sauerei! Los, Jungs, holt euch das Zeug. Hier oben werden langsam die Vorräte knapp. Der köstliche Geruch von Hopfen, Malz und Gerste konnte einer zielsicheren Zwergennase kaum entgehen. Es war nur eine Frage der Zeit, bis diese halbhohen, bärtigen Gestalten den Dungeon angraben würden. Sollen nur kommen! Ha! Los jetzt! Baut Fallen, schärft die Waffen und haltet märchenhafte Kehlgesänge Teil 3 bereit! Denn es gibt nicht nur was aufs Maul, sondern auch was auf die Ohren. So, heißt, wir finden jetzt bald irgendwo die Zwerge. Und es werden nicht nur 7 sein. Nächste Stufe der Horde kriegen wir auch noch hin gleich. Könnten aber auch erstmal Talia pushen. Oh, ich habe den Friedhof noch gar nicht geskillt. Ah, ja, gleich aber. Jetzt da. Das untote Böse hatte einen Friedhof errichtet. Was tot ist, kann niemals sterben. Hab ich mal irgendwo aufgeschnappt. Jupp. Ich auch. So, was haben wir denn noch an den Fallen von den Komplexen? Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Ein bisschen übertrieben hier mit der ganzen Armee auf einen so einen Mana-Link drauf loszugehen. Dungeon. Das ist aber gar nicht nett. Ihr habt keine Einladung. Los, Jungs.
Mach das Zeug da weg und bring mir dann das Bier. Hey, Hände weg von meinen Biervorräten. Die brauche ich für ein... Egal. Los, haut sie um, macht sie platt. Passiert ihnen die Bertha ab. Den werden wir mal ganz schnell aber den Gar ausmachen. Mein gutes Gebräu hier zu stehlen. Oder stehlen zu wollen. Da klopfen wir doch mal ganz freundlich an. Und fragen mal, was das denn soll. Türkloppen. Da haben wir dann jede Menge, also da haben wir kein Goldproblem mehr. Wenn wir das hier gemacht haben, haben wir kein Goldproblem mehr. Nee. Moment mal, du kommst da noch mit oben rein. Du kommst hier rein. Also genau das Gegenteil von dem, was Gandalf damals gesagt hat. Das mit dem Bierbrauen dauert ja ewig. Ich dachte, wir sind hier bei Dungeons. Und nicht bei so einem langweiligen Aufbauspielchen, wo ich meinen Siedlern 3 Stunden lang beim Brotbacken zuschaue. In der Tat gestaltete sich das Bierbrauen etwas langatmig. Glücklicherweise gab es für das technologieoffene Böse eine willkommene Lösung. Magische Batterien. Oh. Diese konnten in ein Arbeitsgerät eingesetzt werden, um es kurzzeitig magisch anzutreiben. Das hört sich genau nach dem an, was ich brauche. Alles klar. Ist so neu eingebaut. Ich habe meine Kreditkarte schon bereit. Kriege ich einen Geschenkkorb dazu, wenn ich gleich mehrere nehme? Das auf Teleshopping eingestellte Böse musste zunächst die Werkstatt weiter erforschen und dann einen Infusomat errichten. Sofort machte es sich daran, dies umzusetzen. Talia und das Zwerge ablehnende Böse hatten die Zwerge aus dem Untergrund vertrieben. Die würden fortan keinen Ärger mehr machen. Und dankenswerterweise haben sie auch noch ihre Goldvorräte dagelassen. Das ist ja freundlich. Hihi. Oh ja. Weitere Gäste waren auf dem Weg zu den Feierlichkeiten. Oh, Moment mal, was ist denn hier los? Buddy? Okay, da brauchen wir noch ein bisschen was, ne? Da brauchen wir 200 Bösartigkeit. Könnte ich vielleicht auch den Kerker erstmal bekommen? Nicht mal die Banshees habe ich. Jetzt aber. Ach Gott. Ich da immer in die falschen Menüs reinlaufe hier. Was habe ich denn da unten jetzt reingebaut? Ein Baumat war das jetzt nicht? Oder habe ich da irgendwas... Achso, ich habe da was versehentlich platt gemacht. Habe ich nicht mal Türen erforscht. So, das mit den Türen haben wir jetzt nachgeholt. Feinde haben den Dungeon betroffen.
treten. Oh, 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 da läuft schon wieder eine Karawane weiter. Mann, diese Helden, die sterben schneller als die Fliegen. Tanya, das ist einfach barbarisch. Hör auf damit. Wir feiern hier. Die wären mir fast noch so durch die Lappen gegangen hier. Hätte ich ja fast gar nicht gesehen. Was macht denn der hier? Da in die Richtung angreifen, ne, das Tor. Das Tor machen. So, was wollte ich denn? Wollte ich denn noch irgendwas bauen hier? Achso, einen Kerker wollte ich erforschen. Das könnte mittlerweile ja gehen. Ach, wir haben schon den. Ach so, wir sind schon drin. Hat uns schon jemand freundlicherweise hier aufgemacht. Elektroturm. Oh, wir könnten den Gorgo ja auch noch beschwören. Das wäre nett. Es fehlt Gold. ich hätte die erforderliche. Oh nein. Da habe ich denn nicht genug Gold? Ich habe doch hier jede Menge. Da oben haben wir doch jede Menge Dingens hier. Da noch eine Tür davor gespannt und dann sind wir noch hier eigentlich optimal ausgerüstet. Gott, ja, das geht nicht, weil... Ja, oh nein, oh nein. Klar, weil ich die Erforschung für die... Für die Dings noch nicht habe. Für die Schnodderlinge, oh Mann. Deswegen passiert ja auch nichts. Weil andererseits, die bauen es da hinten zumindest mal das eine, die Goldader ab. Also wir gehen erstmal wieder in den Dungeon. Ich schon ganz gerne noch meine Bösartigkeit hier ausgeben wollen würde. Also nächste Prio, Schnodderlinge leveln, mal wieder. An dem Punkt waren wir ja schon, das hatten wir schon mal priorisiert und dann war es auch kacke. Egal was du magst und egal in welcher Reihenfolge, irgendwas, an irgendwas mangelt es immer. Wir leveln jetzt einfach mal irgendwas, was die Bösartigkeit hier aufrufen kann. So.
Achso, da ist ja noch die Festung. Moment, die haben wir auch noch kaputt gehauen. So unverrichtete Dinge können wir hier nicht abziehen. Aber es war sehr, sehr warm dort, wo ich war. Ich denke, das war das heiße Licht der Göttin. Oder die Hölle. Das ist gar nicht so. Das ist gar nicht so heilige Ableben hier. Des ganz klar guten und legitimen König Hallbrand waren auf dem Weg zu Thanos Festivitäten. Wo kommen die denn jetzt eigentlich? Achso. Ach komm, jetzt auch noch ein Dungeon da reingelatscht. Wo wollen die denn hin? Ach, die kommen hier zu uns in die Festung. Das ist ja nett. Das heißt, sie wollen vielleicht ja mit uns feiern und nicht mit dem Thanos. So, macht da die Kanone vielleicht schon ein bisschen was? Also sie macht auf jeden Fall ein bisschen was. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Ich brauche mal einen, der hier noch die. Ein paar Helden, die ich umgenietet habe. Diese ich kann wiederholen. Niemals irgendwo ankommen. Jetzt habe ich ja schon wieder das Problem, dass ich hier. Oh, nö. Da liegt einfach zu viel Bösartigkeit hier. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht. Habe ich doch gerade eben weggemacht, dachte ich. So. Bösartigkeit noch einsammeln. Ah, da kommt wieder was. Die laufen uns hier schön in die Arme. Brauchen wir jetzt aber gerade relativ lang, um die ganze Kanoniere da wegzumachen. Böse hatte den Keller der Kathedrale zu etwa einem Viertel mit Brandbier gefüllt. Mit einem breiten Grinsen machte es sich weiter ans Werk. Irgendwie habe ich ein ganz komisches Gefühl. Etwas stimmt hier nicht. Männer, untersucht den Untergrund. Meine Schwester hackt dort etwas aus. Einige Helden machten sich auf den Weg in den Untergrund, um herauszufinden, was Talia und das heimtückische Böse dort. Was machen die denn hier oben? Halt.
Wo feiern die eigentlich? Das müsste doch auch mal hier irgendwo noch. Ist das nicht hier drin irgendwo? Ach so. Ja, Moment. Wir müssen da ja eh mit dem Brandbier da rein. Und? Kannst du dich noch an etwas erinnern von damals? Also, das Letzte, an das ich mich erinnere, ist, dass Thanos mich getötet hat. Stimmt, ich wollte einen Kerker noch bauen. Meine Güte, ich bin hier schon wieder so komplett überfordert mit mir selber. Dann brauchen wir noch so eine Tanzhalle. Eine Trankhütte habe ich, glaube ich, auch noch gar keine. Feinde haben den Dungeon betreten. Oh, okay. Müssen wir gleich mal zurück. Machen wir noch den Drop hier noch weg. Ja, da haben wir nämlich... Wir haben ziemlich wenig Fallen insgesamt. Okay, dann müssen wir gleich mal zurück. Ich wünschte, ich hätte diesen einen Barden nicht geläutert. Diesen mit dem Gold und dem Hexer. Ja, herzlich willkommen bei The Witcher. Talia, hör auf, Helden zu töten! Aber ich habe gerade so einen Lauf. Ich werde sie später sowieso wieder beleben. Das bringt überhaupt nichts. Partygänger des adligen Hauses von Lügister machten sich auf den Weg zu den Feierlichkeiten. Oben gleich. Okay, gut. Dann gehen wir oben gleich nochmal raus. Also nimm die Champions der Horde, fehlen uns ja noch. Achso, da sind... Ah, okay. Oh, da kommt auch noch was im Süden gleich an. Aber da haben wir die Bierkanone unten ja stehen. Ich kann eigentlich alles erstmal ganz kurz nach oben abfangen lassen. Feinde haben den Dungeon betreten. Ja, ja. Das Town Portal können wir ja gleich wieder nutzen. Und dann wird alles gut. Eure Goldader ist fast erschöpft. Ich glaube, Gold haben wir keine Probleme mehr. Wir haben das Zwergenlager gefunden und da ist alles, was wir brauchen. Tja, diese Gäste haben ihre letzte Party gefeiert. Eure Schnodderlinge haben eine Goldader vollständig abgebaut. Die wollen doch hier die Gräber kaputt machen. Das ist hier. Nee, das ist nicht nett. Also Grabschindereien nennt man sowas hier. Wir müssen uns unbedingt mal um Fallen kümmern. Fallen.
Außerdem vielleicht wieder so eine schöne große Falle. Ich weiß nämlich gar nicht, was wir denn noch alles haben. Schleimball. Wie bauen wir denn sowas? Das ist jetzt wieder so ein spannendes Ding, wo ich nicht weiß, wie man den hier... wie man den hier platzieren soll. Da ist auch noch jede Menge Gold. Ich hab doch hier einen Kerker eigentlich, oder? Achso, der ist schon. Ist der schon voll? Das sollten wir vielleicht ein bisschen Platz schaffen. Das geht mittlerweile auch. Das ich kann endgültig mal eins davon und so einen Infusor hier, Infusomat hier reinpacken. Also da haben wir echt noch einiges zu tun hier im Dungeon jetzt, da. Ein neuer Bereich im Dungeon wurde aufgedeckt. Was haben wir denn da? Soll das denn gehen? Es sind Feinde in eurem Dungeon. Hamster des Todes, das ist auch wieder so ein Ding. Ich weiß, wie man das hier reinbaut. Also da haben wir hier ein bisschen mehr Platz. Können wir noch ein bisschen mithelfen. Achso, wir haben natürlich auch wieder ein paar Fässer. Der erste Infusomat stand bereit. Nun musste nur noch eine magische Batterie aus Werkzeugkisten und Mana hergestellt werden. Ah ja, okay, da brauchen wir Mana. Schnodderlinge, schaff das Zeug heran! Wenn das so weitergeht, dann sind wir mit dem Bier erst fertig, wenn Thanos Ur-Ur-Urenkel da oben eine Party feiern. Ja, ganz unrecht hat sie da gerade nicht, ne? Da habe ich irgendwann nochmal die Betten erweitern wollen und habe dann hier total vercheckt, dass wir das hier noch ausbauen müssen. Ihr habt einen neuen Bereich im Dungeon aufgedeckt. Mir fallen bauen die hier gerade nicht das Gold ab, was ich mir erhofft hatte. So. Uiuiui, da ist ja. Okay, die haben richtig Bock auf Mana hier unten. Feinde sind im Dungeon. Weitere Gäste waren auf dem Weg zu den Feierlichkeiten. Mana-Linge sind in eurem Dungeon aufgetaucht.
Ist ja nur um hin und her teleportieren hier, weil überall die anderen Dinger da auftauchen. Wollte aber eigentlich da so. Bin ich schon an den Fallen krepiert? Ne, nur so ganz. Oh, so langsam. Man merkt das so langsam, okay, jetzt wo der Dungeon halt richtig groß wird, gibt es auch so ganz leichte Performance-Probleme, nichts Schlimmes, aber so ganz klein merkt man es. Ich werde alle Helden sowieso später wiederbeleben. Diese Gäste werden niemals irgendwo ankommen. Kann ich diesen Bösartigkeitsraum vielleicht irgendwie mal... Warte mal, wir machen den mal größer. Ist ja furchtbar, dass ich da... Dass ich da nichts unterbringe. Vielleicht müssen wir da einfach nur so einen Gang reintreiben hier. Achso, halt. Die Halle müssen wir noch erweitern. Okay, war da noch so ein... Achso, da ist noch ein Bautrupp, den können wir noch wegknallen und dann... Ich würde sagen, wir holen mal die Gems. Achso, die bauen die Türme wieder auf. Ja, stopp mal. Das geht aber nicht, dass die sich da oben jetzt wieder einfach aufbauen. Na, dann machen wir hier mal alles platt hier. Feiert, meine Freunde. Feiert, solange ihr könnt. Denn die Nacht ist dunkel und voller Zecken. Oder Schnecken? Ach, keine Ahnung. Aber das Böse schläft nie. Das ist richtig. Feinde haben den Dungeon betreten. So, okay, die dürfen noch eigentlich genug Spaß da unten haben, oder? Oh, da kommt noch was. Naja, sollen sie ruhig. Sterben wollen die aber nicht, ne? Sterben wollen die irgendwie nicht. Na gut, dann gehen wir halt nochmal kurz runter. Ein bisschen groß. können wir da eine Tür reinballern? Wäre gut. Und dann können wir hier nebenan nämlich noch den anderen Raum bauen. Die sind da.
leben hier unnatürlich lang. Drei Viertel des Kellers waren nun mit Brandbier gefüllt. Ein bombastisches Feuerwerk schien zum Greifen nah. Männer, meine Schwester hat einen unheilvollen Plan ausgeheckt. Ihr müsst sie aufhalten. Kommt da schon wieder was an? Da kommt schon wieder was angewackelt, glaube ich. Ja. Und dann müssen wir jetzt mal die Naga noch befreien, oder was das da ist. Die erste magische Batterie war fertiggestellt. Diese musste jetzt nur noch in einer klaren Vollmondnacht bei leichtem Westwind ein paar Grad nach Norden gedreht werden. Und eine kilowattistische, einarmige Maid musste auf einem gehörnten Wabbelpanther die magische Formel darüber sprechen. Bitte was? Nur ein kleiner Spaß von meiner Seite. Das magieverschlingende Böse musste lediglich die magische Batterie auf einen Braukessel werfen, um diesen zu verstärken. Keine Ahnung, wie das geht. Vielleicht so, vielleicht müssen wir eins zuschütten. Dass es nur zwei Fälle nach hinten hat. Eine Delegation aus den fernen Nordlanden war auf dem Weg zu Thanos' großer Feier. Talia hatte einen Vork-Reiter befreit. Dieser konnte gut gegen ein Ziel austeilen und es zu Boden werfen. Eine Stufe der Goblin-Forschung machte es für Talia und das erforschende Böse möglich, dass alle Goblins ab einer gewissen Stufe zu Vork-Reitern wurden. Haben wir jetzt, glaube ich, schon, ne? Eine Goldader wurde vollständig abgebaut. Ja, das sind ganz viele Vorks jetzt da hier dabei. Böse hatten die potenziellen Feiernden abgefangen. So, Bier haben wir nämlich auch schon fast. Also ich würde es noch gucken, dass wir noch die Nagas da befreien. Naga oder was auch immer da jetzt noch ist. Zahltag. Und was ist mit dem Hamsterrad? Ach, da kriegt man es rein. Okay, sehr gut. Also mit Walkrun ist cool oder allgemein, dass man halt Champion-Einheiten da so bekommt. Oh, da fällt auch der Turm jetzt ganz gut. Ach, und da gibt es dann wahrscheinlich noch die anderen, diese Robo-Goblins. Gab es im Dreier ja auch schon. Was ist denn da unten eigentlich los? Warum wird denn da schon wieder kein Gold mehr gefördert? Haben wir ein Ausgabenproblem oder ein Einnahmenproblem? Da hinten ist abgebaut. Das ist nicht gut. So viel zum Thema, wir haben kein Goldproblem mehr. Jetzt alle diese Champions aus dem Käfig gelassen. Zeit, die Party zu sprengen. Sohn, hast du die Gefangenen schon eliminieren lassen? Das ist mein Sohn! Vater, sollten wir nicht vielleicht versuchen, den Krieg gegen Talia zu beenden und alle Leute zusammenzubringen, die Welt zu einen? Vermeintlich ein nobler Gedanke, mein Sohn. Aber wenn du Zeit damit vergeudest, Leute dazu zu bringen, dich zu lieben, dann wirst du nur der beliebteste Tote der ganzen Stadt.
Da ist wieder was und da sind aber wieder so Flammlinge. Oh, wir haben alle Fässer, die wir brauchen. Eure Schlotterlinge. Ach, es tut so gut, wieder unter den Lebenden zu weilen. Sohn, kannst du dir im Entferntesten vorstellen, da ewig tot rumzuliegen und auf deine Wiederbelebung zu warten, nur weil der Schreiberling meint, er hätte Besseres zu tun? Warst du denn nicht in der Halle der Göttin, Vater? Ich kann mich nicht genau erinnern. Aber es war sehr, sehr warm dort, wo ich war. Ich denke, das war das heiße Licht der Göttin. Das oder was ist das hier da unten? Komm, wegloppen. Außerdem da kommt auch schon wieder was. Macht denn hier die... Macht die hier irgendwas, die Falle? Nee. Die hält aber auch echt einiges aus hier. Die Hütte. Gut. Dann packen wir da jetzt mal die Kisten da rein, gucken mal, was passiert. Der Keller unterhalb der Kathedrale war zum Bersten mit Brandbier gefüllt. Talia und das explosive Böse machten sich mit einem breiten Grinsen daran, das Feuerwerk zu zünden. Ich kann es kaum erwarten. Zeit, den großen roten Knopf zu drücken. Wir beschleunigen mal nochmal die Bierproduktion. Eure Armee hat sich gerade durch Ableben verkleinert. Das ideenreiche Böse erschuf kurzerhand ein paar Bierfässer. Famos! Famos! Jawohl. So, roter Knopf. Macht's Boom. Das sich nicht um Feinstaub scherende Böse hatte ein fulminantes Feuerwerk entzündet. Die Kathedrale des Lichts war nur mehr ein rauchender Krater, ebenso wie ein Großteil der sie umgebenden Stadt. Eine Vielzahl der Helden, die eben noch ihre Wiederbelebung gefeiert hatten, fanden sich plötzlich als Häufchen Asche wieder. Das war ein schönes Fest. Ich mag es, mit einem Knall aufzutreten. Huhu, Vater, bist du noch da? Bist du dieses traurige Häufchen Asche da drüben? Gut, gut, dann kann ich ja jetzt auf meinen Balkon gehen und für den Rest des Spiels Wein trinken. Doch die Meldungen zu Thanos' Ableben waren übereilt. Er und Tristan hatten die Explosion überlebt. Talia, du bösartiges Miststück. Ich wusste doch, dass du auftauchen würdest. Aber so leicht kriegst du mich nicht klein. Wie zur Hölle habt ihr das denn überleben können? Tristan und ich haben während der Explosion auf den Tischen getanzt. 100% Massiveiche. War bei Selbstabholung um 30% reduziert. Wer kann da schon Nein sagen? Ach, blöde Markenware. Aber egal, eigentlich bin ich ganz glücklich. Durch dein Überleben kann ich dich nun töten. Nochmal. Das Böse wird niemals über mich triumphieren. Also, zumindest kein zweites Mal. Stirb, Talia! Na also, schön. Wir bekommen hier wieder eine neue Fähigkeit. Angehörige Horde, Kreaturen statt mit 400 Erfahrung. Hordenkreaturen bekommen 50% mehr Erfahrung. Ja, und eben noch die Achievements haben wir auch alle mitgenommen. Also es war eine erfolgreiche Mission. Thanos Kreuzzug gegen Talia. Talia hatte Thanos erneut gegen sich aufgebracht und heiligen Zorn in ihm entfacht. Eine epische Schlacht stand bevor.
Damit auch der Ausblick auf die nächste Folge. Ja, Thanos Kreuzzug gegen Talia machen wir beim nächsten Mal. Mal gucken, ob wir dann auch andere Fraktionen höher bekommen als jetzt, oder wie das jetzt bei der Horde war. Und vielleicht gibt es da ja auch noch schöne Spielsachen, die nach hinten rauskommen. Also, beim nächsten Mal wieder schön brav einschalten, dann wisst ihr es auf jeden Fall. Und ja, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.